Oh mein Gott, Käsenudelauflauf. Ich liebe dieses Rezept und mache es andauernd und ich weiß nicht, warum ich das Video nicht schon vor 2 Jahren gemacht habe, aber hier ist es. Viel Spaß. Los geht's. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzenhunger.de. Kennt ihr diese Tage, wenn draußen alles eklig, nass, dunkel und urr ist und ihr eigentlich keine Lust habt, irgendwas anderes zu machen, als auf der Couch zu liegen, aber ihr müsst? Für genau solche Tage mit schlechter Laune und Regen und Winter draußen vor den Fenstern habe ich dieses Käsenudelrezept für euch, was bei mir immer wunderbar bei schlechter Laune wirkt, weil ich meine schlechte Laune immer mit gutem Essen bekämpfe. Also ein großartiges Rezept für dunkle Tage und gegen schlechte Laune und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Los geht's mit der Käsesoße. Die genauen Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Falls ihr keinen Standmixer habt, würde ich die Cashews 1 bis 2 Stunden vorher einweichen. Ich entscheide immer ganz spontan, welches Gemüse in meinen Auflauf reinkommt, je nachdem, worauf ich Lust habe und was so im Kühlschrank rumliegt. Gemüse klein schneiden, Nudeln kochen und alles mit der Soße vermischen. Am Ende streue ich gerne noch Couscous oder Semmelbrösel drüber, damit der Auflauf schön kross wird. Dann kommt das Ganze ab in den Ofen und fertig. Zur Vorbereitung auf das Video habe ich nach Mac-and-Cheese-Rezepten gegoogelt, obwohl ich mich eigentlich sowieso nie an Rezepte halte und habe das Mac-and-Cheese-Rezept von Jamie Oliver gefunden, was ziemlich geil aussah, allerdings mit Kartoffeln und Möhren und Kochen und das war mir jetzt irgendwie zu aufwendig. Aber hat das jemand von euch schon mal ausprobiert? Falls ja, sagt Bescheid, wie es geschmeckt hat. Ich verlinke es euch natürlich unten in der Infobox auch. So ihr Süßen, ich gehe jetzt meine Portion Käsenudeln aufessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video und bis dahin füttert euren Pflanzenhunger.